Ja und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Lange ist es her, ich weiß, aber ich möchte da eigentlich wieder anfangen. Und ja, heute schauen wir uns den Trailer von Unrecord an. Einem Spiel, das ziemliche Aufmerksamkeit erregt hat, da das Spiel auf der Unreal Engine 5 basiert und schon fast zu echt aussieht. Das Ganze ist ein FPS, Tactical FPS Shooter, aus der Sicht einer Bodycam eines Polizisten und kommt vom Drama Studio aus Frankreich. Wie ich das gesehen habe, sind es gerade mal 3 Leute, die das Spiel entwickeln. Und ja, es ist wirklich sehr krass. Sie mussten sogar Beweise liefern, dass es eben ein Spiel ist, weil man es nicht geglaubt hat. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Und ja, let's go. Alright, da sind wir nun also im Unrecord Official Early Gameplay Trailer. Und das Ganze sieht man eben aus der Sicht einer Bodycam. Von daher diese Fisheye-Optik. Zuerst hat man gedacht, es ist vielleicht auch VR, da die Bewegungen so ein bisschen in diese Richtung gehen. Oder einfach nur mit einer GoPro gefilmt. Shots fired! Shots fired! Aber das ist eben wirklich ein Spiel. Das wird so rauskommen. Und ich hoffe, es wird wirklich so gut aussehen. Denn das ist unglaublich gut. Da sieht man einfach wieder, was die Unreal Engine 5 alles drauf hat. Auch die Sounds hören sich hier schon mal ziemlich gut an. Unglaublich. Ich frag mich bloß, ob man das überhaupt noch mit einer mittelmäßigen Grafikkarte spielen kann. Aber das wird man ja dann sehen, sobald es draußen ist. Und die Umgebung wirklich sehr detailliert. Ganz hier, ganz kurz hier. Das finde ich auch sehr interessant. Man hat so wie ein bisschen verschiedene Möglichkeiten, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Also Auswahlmöglichkeiten von Sequenzen, damit man das Ganze auch ein bisschen beeinflussen kann, nicht nur linear ist. Was ich eigentlich meistens immer gut finde. Außer es sind vielleicht Quick-Time-Events, aber da denke ich mal nicht, dass das hier eine Rolle spielen wird. Where the fuck is Oscar? Unrecord. Sehr nice. Wirklich sehr gut sieht das Ganze aus. Ein Datum ist bisher noch nicht bekannt, wann das Ganze rauskommen wird. Ich schätze jetzt einfach mal wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber das werden wir dann sehen. Und ja, es ist einfach mindblowing, sowas zu sehen, dass das wirklich mittlerweile machbar ist mit der Unreal Engine 5. Crazy shit. Ich werde es mir dann auf jeden Fall anschauen, sobald es draußen ist. Weil ich bin eigentlich ein großer Fan von Ready or Not. Ich spiele es einfach bloß zu selten. Und das geht ja so in diese Richtung. Von daher bin ich sehr gespannt darauf. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.